Wenn der Schnitt Arsch ist, dann kann die Farbe umso geiler sein, aber es nutzt halt nichts, wenn du aussiehst wie ein Kartoffelsack. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Rubrik auf meinem Kanal. Ich habe wieder mal meine endlose Kreativität freien Lauf gelassen und ein neues Format gegründet namens Richtig Kombiniert. Um was geht es in diesem Format? Wie der Name schon verrät, richtig kombiniert geht es darum, wie man Dinge kombiniert. Wir werden uns im Rahmen dieses Formates unterschiedlichste Leute aus unterschiedlichsten Branchen, wie zum Beispiel Musik, aber auch Social Media und anderen ansehen, uns die Styles ansehen, uns ansehen, was sie da anhaben, wie das Ganze kombiniert wird und natürlich auch, ich gebe meinem Senf zu Gesehenen ab. Das heißt, wie finde ich das Ganze? Finde ich das cool? Finde ich das nicht so cool? Und das Ganze soll euch auch eine Richtung weisen und euch zeigen, auch vielleicht ein bisschen einen Leitfaden geben, wie man Dinge kombinieren kann, wie das Ganze gut gematcht ist und euch erleichtern, zukünftig euch Gedanken zu machen, wo ziehe ich heute. Liebe Leute, mit einem Ding seid ihr auf keinen Fall dran. Das ist eine Kombi, die immer aufgeht, eine sogenannte Einser-Kombi. Und das passiert mit meiner neuen Modemarke M&M. Also seid gespannt, ihr wisst Bescheid. Mitte September geht's los, dann erscheint endlich meine erste Kollektion der neuen Modemarke. Und da kommen Pieces raus, die richtig nice werden. Preistechnisch, wie schon gesagt, sind wir bei dem Shirt zwischen 80 und 100 Euro, bei dem Hoodie zwischen 140 und 160. Warum? Weil wir in viel höherer Qualität produzieren und verminderte Stückzahlen haben. Es wird nur ein paar Stück geben, da muss man schnell sein. Also seid auf alle Fälle gespannt, es wird lit. Wir gehen da in eine ganz andere Richtung. Wir wollen aber gar nicht mehr länger quatschen, wir starten direkt in unser neues Format rein, richtig kombiniert und jetzt geht der Akku aus. Den werde ich mal ganz kurz wechseln. Die erste Person, die wir heute analysieren, ist jemand, den ihr vermutlich auch schon kennt, und zwar ich. Also das ist das Einfachste, jetzt einfach meinen Style zu analysieren. Ich habe mir ein paar von meinen aktuellsten Fotos, wer noch nicht folgt, auf Instagram, MaxOverMe, herausgesucht. Die werden wir gemeinsam durchgehen, uns ansehen, wie ich Dinge kombiniere und ich werde euch auch die drei Punkte zeigen, die ich beherzige, wenn ich mir ein Outfit zusammenstelle. Das sind nämlich immer die gleichen. Punkt Nummer 1 ist die Farbe. Das heißt, welche Farbtöne matchen einander, welche passen gar nicht zusammen, welche Nuancen kann ich setzen, wie kann ich das Ganze akzentuieren. Das bedeutet, einem normal cleanen Look wie Grau, Schwarz oder Weiß, also Kontraste, noch einen farblichen Touch zu versetzen, in welche Richtung gehe ich da? Nehme ich da nur eine Farbe, nehme ich mehrere Farben, die gut gematcht zusammenpassen und mixe das Ganze mit den einzelnen Ebenen, das heißt Oberteil, Unterteil, Hose, plus die Accessoires noch zusätzlich, matche ich das Ganze zusammen und schaue, dass ich einen cleanen Look zusammenbringe. Punkt Nummer 2 ist dann immer der Schnitt. Welcher Schnitt passt zueinander? Ist beides oversized? Ist nur eins oversized, ein skinny? Wie schaut das Ganze aus? Schaue ich aus wie ein Kartoffelsack oder funktioniert das Ganze? Ich trage prinzipiell eher oversized, aber auch da ist es wichtig, die Schnitte miteinander abzustimmen, damit das Ganze rein äußerlich von den Umrissen her matcht. Also das muss passen, weil sonst schaut's arsch aus. Ne? Und Punkt Nummer 3, relevanztechnisch habe ich das jetzt nummeriert, das heißt Punkt 1 ist das Wichtigste, Punkt 3 ist das Unwichtigste, aber trotzdem noch essentiell, sind die Marken. Also prinzipiell ist es zu vermeiden, Standardfehler Adidas Socken mit Nike Schuhen anzuziehen. Bei Adidas Pants mit Nike Schuhen bin ich der Meinung, sollte man eher vermeiden, aber kann man machen. Ja, also wenn es einfach clean aussieht, wenn es passt, wenn es gematcht ist, warum nicht, aber prinzipiell das Ganze eher vermeiden. Mein Instagram ist jetzt schon offen, ich rutsche ein bisschen rüber, damit ich euch das da besser zeigen kann. Wir schauen jetzt einfach mal rein in eins der letzten und aktuellsten Fotos, die ich gepostet habe. Hier haben wir ein Represent-Shirt, das ich mit einer Digitan-Hose kombiniert habe. Dazu habe ich Yeezy Calabasas Socken in Grau an und dazu nochmal die Yeezy 700. Was man aufgrund des Filters nicht sieht, ist, dass die Laces bei den Yeezy 700 zitronengelb sind. Ja, das fällt da jetzt weg, aber das matcht. Wenn es nicht den gleichen Farbton hat, ist es immer gut, wenn es nicht direkt aufeinander ein Layer, also direkt aufeinander ist. Zum Beispiel, wenn jetzt meine Socken einen leicht anderen Farbton haben als die Schuhe, also das eine ist hellrot, das andere ist dunkelrot, aber nur ein feiner Unterschied dazwischen, dann ist es besser, wenn es schon sein muss, wenn man dazwischen noch ein Kleidungsstück hat, damit das Ganze nicht sofort ins Auge springt. Ich habe hier die blauen Akzente der Yeezy 700 abgemischt mit den blauen Akzenten des Represent Shirts. Das Represent Shirt ist stonewashed, geht so in ein leichtes Grau und lässt sich dann mit einem helleren Grau gut mixen, weil es die gleiche Farbfamilie ist. Es ist keine Farbe, es ist ein Kontrast. Schwarz, Weiß und Grau sind Kontraste, die lassen sich prinzipiell zu jeder Farbe mixen, eben weil sie Kontraste sind.
Und hier habe ich eben diese Blau mit Grüntönen hier mit dem Shirt gut wieder eingefangen. Hier sieht man das Ganze noch etwas näher und das Zitrusgelb geht sich aus mit diesen leicht beigen Tönen, die wir da in der Hose haben. Meiner Meinung nach eine gelungene Kombi, müsst aber ihr beurteilen. Schreibt auch eure Meinung zum Outfit Number One. Kommen wir zum Outfit, das auch den meisten Anklang bei euch gefunden hat mit über 10.000 Likes. Das ist das Outfit mit der Kooperation von Dermy. Das sind ja Freunde von mir, die eine Modemarke haben. Hier haben wir die Kooperation von Dermy und Bad Boys Brunn, eine Fanzinkerei. Wir haben so diese giftgrünen Töne, die hier hervorstechen. Die habe ich kombiniert mit den giftgrünen Laces auf meine Presto. Kommt ganz gut dazu, schwarz-weiße Off-White-Socken und dann noch die Camouflage-Off-White-Hose. Man kann natürlich sagen, dass mit der Camouflage-Hose ist etwas zu viel. Man hätte ja auch einfach eine schwarze Hose verwenden können. Weiß ich nicht, hätte dann nicht so den Eyecatcher gegeben. Also von dem her bin ich so mit dem Outfit eigentlich ganz zufrieden. Aber wenn einer sagt, ja, Camouflage-Hose geht da nicht drauf, verstehe ich das vollkommen. Im Hintergrund noch diese giftgrünen Akzente, die ich mit herausgeholt habe und hier noch unterschiedliche Perspektiven. Für mich ein gelungenes Outfit. Hier passe ich natürlich auf die Farbakzente aus. Und genauso passe ich hier bei diesem Outfit immer zuerst auf die Farbakzente auf. Das heißt, ich stelle mir vor, was für ein Piece möchte ich heute anziehen. Ist das eine Hose? Ist das ein Shirt? Sind das Schuhe, die ich heute unbedingt tragen möchte? Und stimme dann auf dieses Main Piece quasi die restliche Geschichte drumherum noch ab, wie ich es auch hier gemacht habe. Ich habe auch hier ein Dermy Shirt an mit diesem orangenen Recycling Akzent. Daneben haben wir noch diese Stahlkonstruktion mit der blauen Dermy Schrift. Die habe ich gemixt mit diesen orangen Nike Swoosh, den wir bei den Off-White Blazern Halloween's Eve Edition haben und mit diesen türkisen Laces, also so eine leichte Farbabwechslung. Dazu habe ich dann einfach, weil es ja High-Top-Schuhe sind, weiße Supreme-Socken an. Ob das Rot jetzt da dazu geht, ja, muss nicht unbedingt sein, aber es stört nicht. Wie man auch sehen kann, habe ich diesen cremigen, beigen Farbton der Schuhe mit der Hose übernommen, die auch sehr cremig ist. Also das ist einfach in der gleichen Farbfamilie, nur etwas heller. So habe ich das Ganze abgemischt, habe mich dazu noch neben meine orangene Mülltonne gestellt, um das Recycling nochmal zu betonen. Das heißt, bei Insta-Fotos ist es natürlich cool, wenn man einen Hintergrund hat, der nicht nur farblich, sondern auch thematisch gut zusammengeht. Und dadurch, dass es ein Mistkübel ist, macht das Ganze einfach nur umso lustiger. Das sind drei Outfits, eins nehmen wir noch zu allerletzt und zwar das mit meinem Dior-Shirt. Also wir haben hier dieses Dior-Shirt, das ich in letzter Zeit eh viel zu oft herzeige, in dieser Sorayama-Kooperation. Wir haben hier blaue und auch rosa Akzente, die habe ich einfach gemixt mit so einer rosa Jeans-Look-mäßigen, ja Jeans-Look kann man nicht sagen, aber so ein Gewebe, das auch in rosa ist. Man sieht jetzt die Schuhe nicht, die ich dazu anhabe, aber ich trage dazu die D-Rubbed. Die werde ich jetzt hier nochmal einblenden. Die allerersten D-Rubbed, die herausgekommen sind, eben auch mit diesem rosa und weißen Akzent in dieser Netzart und drunter nochmal in diesem Blau. Also wie gesagt, immer wichtig für mich zuerst die Farbe, danach der Schnitt und danach die Marke. Wenn der Schnitt Arsch ist, dann kann die Farbe umso geiler sein, aber es nutzt halt nichts, wenn du aussiehst wie ein Kartoffelsack. Jetzt ganz zum Schluss nochmal, Freunde, damit man auch ein Negativbeispiel hat, wie man sieht, was man falsch machen kann, ist dieses Bild auch schon etwas älter. Und ja, man kann zwar Dinge layern, wenn zum Beispiel der Schuh jetzt nicht ganz den giftgrünen Ton vom Oberteil trifft, dann kann man ein neutrales Piece dazwischen anziehen wie eine helle Jeans, was ich auch hier versucht habe. Aber ja, wie man in dem Beispiel schon sieht, das geht sich halt einfach gar nicht aus. Die Streifen da oben sind einfach viel zu knallig, kaminrot, geht sich einfach nicht aus mit diesem eher rosa Ton da unten und auch dieses, auch wenn es ein relativ dunkles Blau ist, geht sich mit dem hellen Blau da unten nicht aus. Also das passt einfach vorne und hinten nicht zusammen, da ist die Farbkombi nicht gelungen. Ich glaube, ich habe das ja auch im Titel dann nochmal, passen die Schuhe zur Jacke oder nicht. Eindeutige Antwort, geht sich nicht aus. Solche Dinge sind halt einfach zu beachten. Ansonsten, das Supreme Shirt passt voll dazu. Die Kappe, kann man sich darüber streiten, ob man solche Kappen überhaupt noch aufsetzen soll. Aber eher schlecht, wenn ich so über meine Merch rede, aber ist ja wurscht. Aber das ist meine Art und Weise, um Outfits abzustimmen. So mache ich das Ganze. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Vielleicht machen wir nochmal ein Video in der Art, zum Beispiel auch, wie ich meine Instagram-Fotos gestalte. Wenn es euch interessiert, sehr, sehr gerne. Somit, oh, wir müssen das abschalten. Freunde, das war's von mir. Wir werden uns das nächste Mal vielleicht einen Rapper hernehmen. Schreibt mir gern in die Kommentare, wen ihr als nächsten aller... Schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, wen ihr als nächsten aller... Schreibt mir in die Kommentare, wen ihr als nächsten analysiert gesehen wollt. Ist das Deutsch?
Egal. Schreibt mir das in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zusehen, liebe Freunde. Verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Schaut auf Instagram vorbei, da sind viele Outfits, wo ihr euch einfach Dinge abschauen könnt. Nicht vergessen, Mitte September meine neue Modemarke M&M. Seid auf alle Fälle gespannt und richtet euch schon mal ein bisschen Gold auf die Seiten. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war's von mir. Euer Maximilian. Passt, oh!